Ja, meine Lieben, ich möchte euch heute Los Angeles vorstellen. Wir sind gerade in Malibu. Ich bin mit ein paar Kollegen unterwegs. Wie die drauf sind, werden wir sehen. Keine Ahnung, der Schein kann trügen. Noch scheinen sie alle ganz nett zu sein. Ja, wie gesagt, hier der Malibu Pier. Eine kleine Rundumansicht. Da vorne sind Menschenmassen. Das sind keine Robben, das sind Surfer tatsächlich. Würde ich jetzt auch gerne machen. Aber wir wollen zuerst einmal frühstücken. Und wo wir hingehen, sehen wir gleich. Ja, Malibu Farm heißt dieses Café hier. Was haben wir hier? Happy Hour sehe ich gerade. Aber wir wollen ja frühstücken. Es gibt ein Seating Limit. Das heißt, man darf maximal 90 Minuten hier sitzen. Interessant. Hauptsache, ich muss nicht 90 Minuten warten. Darauf habe ich nämlich gar keinen Bock. Hat übrigens einen Grund, warum man nur 90 Minuten sitzen darf. Damit auch jeder die wunderschöne Aussicht hier genießen kann. Hier haben wir einmal die Speisekarte. Ihr denkt, das ist teuer. Da habt ihr euch geirrt. Das ist noch teurer, denn da kommen noch Steuern und Tipp, also Trinkgeld drauf. Also ich glaube, ich bin heute mal auf Diät. Ich muss auf meine Linie achten. Ja, meine Lieben, ich habe jetzt bestellt. Über den Preis möchte ich mich jetzt nicht aufregen. Ich habe mich mit meinem Schicksal abgegeben. Was ich geholt habe und wie viel ich gezahlt habe, sage ich euch gleich am Tisch. Ja, man beachte die wunderschöne, tolle Aussicht. Wir sitzen da vorne. Da ist meine Truppe. Da gehe ich schnell mal hin. Ja, guck mal, wunderschön, wunderschön hier. Dafür lohnt sich das Ganze doch dann wieder. Ja, so sehen die Preise dann aus, meine Lieben. Ich habe jetzt ein Fried Egg Sandwich ohne Bacon, dafür aber Avocado bestellt. Das kostet 19 Dollar und der Orangensaft, der frisch gepresste, den ihr hier gesehen habt, der kostet 9 Dollar. Ja, insgesamt kamen wir auf 32,84. Da habe ich noch 2,16 Tipp gegeben, was ja eigentlich viel zu wenig ist, damit ich auf 35 Dollar für ein Frühstück komme. Ist ein Schnäppchen, oder? Ich muss mal gerade wieder einmal für kleine Jungs und ich bin erstaunt, denn die Toiletten sind sauberer, als ich es von den Staaten gewohnt bin. Noch ein letzter Blick in den Spiegel. Ich sehe fein aus und kann mich wieder zurück an den Tisch setzen. Ja, das sieht doch schon mal richtig, richtig gut aus. Ich freue mich darauf. Meine Kollegin Cardi, die ihr schon alle kennt, hat wieder einmal viel zu viel bestellt. Da kommt nämlich noch was, ne? Das sind übrigens hier meine Kollegen. Sie reißen sich um ein bisschen Sendezeit in meinem YouTube-Video, weil ich ja Millionen von Followern habe. Wollen wir das doch mal probieren? Fällt schon mal auseinander. Ich will nur probieren. Ich warte natürlich auf meine Kollegen. Mmh, lecker. Dieser Burger hat 49 Dollar gekostet. Lass es dir schmecken. Ja, und Cardi hat wieder, wie gesagt, viel zu viel. Eigentlich muss ich gar nichts bestellen, denn ich kann ihre Reste essen. Die wird eh nicht alles schaffen. Wie viel Rucola möchtest du haben? Ja. Achtung an alle Raucher, die noch nicht in den Staaten waren. Die Staaten sind ein richtig raucherunfreundliches Land. Das heißt, man darf nirgendwo rauchen. Weder in den Restaurants, noch auf der Terrasse, noch hier auf dieser Fläche. Wenn man rauchen möchte, dann muss man bis zum anderen Ende rausgehen und ab da darf man, wenn man Glück hat, rauchen. Und dabei sollte man darauf achten, dass man nicht zu nah an einem Laden steht oder an jemanden, den das Rauchen stört. Aber Rauchen ist ja auch ungesund, deswegen ist das vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Ich wollte euch nur noch mal gewarnt haben. Während meine Kollegen auf der Toilette sind, können wir noch ein bisschen über die lästern. Also, die sind netter, als sie aussehen. Ich glaube, ich mag die. Aber lob den Tag nicht vor dem Abend, wer weiß. Also immer schön vorsichtig sein. Wir sind jetzt hier durch, meine Lieben. Malibu ist abgehakt. Als nächstes wollen wir, wo wollen wir denn hin? Keine Ahnung. Wo ist die Chefin? Ich muss die mal fragen, wo es hingeht. Oh, die sitzt schon im Auto und wartet, weil sie wieder ans Steuer möchte. Ach nee, ich will ja keine Fake News verbreiten. Sie ist ja hier am Fotos machen. Nach Santa Monica. Wo wollen wir denn jetzt genau hin, meine Liebe? Nach Santa Monica. Nach Santa Monica. Aber was gibt's da? Auch so ein Pier, ne? Ja, genau. Ich war ja da schon mal. Wir hatten ja mal einen TikTok gemacht, aber jetzt mit YouTube könnt ihr einen ganz anderen Eindruck davon gewinnen. Und nach Malibu, nach Santa Monica? Auf Hollywood, Beverly Hills. Ja, Mann. Hollywood, Beverly Hills, Hollywood Science. Super. Ja, wir freuen uns. Bis später, meine Lieben. Wir verabschieden uns von Malibu und fahren an den Villen der Stars und Superreichen entlang der Küste in Richtung Santa Monica. Auf dem Weg dorthin wird gefilmt, was das Zeug hält. Unsere heutige To-Do-List ist lang. Nach Santa Monica möchten wir durch Beverly Hills und dem Rodeo Drive zu den berühmt-berüchtigten Hollywood Signs, anschließend zum Hollywood Boulevard und einmal über den Walk of Fame laufen. Wir nähern uns unserem Ziel und da ich ziemlich viele Aufnahmen gemacht habe, werde ich die Videos in mehreren Teilen hochladen. Und da ich ein ziemlich spontaner YouTuber bin, kann ich euch gerade kein genaues Posting-Datum nennen und würde einfach empfehlen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet und auch nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben.